Freunde, ich habe letztens auf dem Flohmarkt diesen alten Gameboy hier gefunden. Der sieht an sich auch noch sehr schön aus. Der hat leider nur das Problem, dass wir hier eine ganze Menge Streifenbildung auf dem Display haben. Das Problem ist nämlich, dass das Display mit dem Gameboy nicht verlötet ist, sondern mit verklebt ist. Und dieser Kleber löst sich halt mit der Zeit und genau deswegen entstehen diese Streifen. Wir gehen heute also mit einem Lötkolben an diese Klebestelle, machen den Kleber damit ein bisschen warm und schaffen damit eine neue Verbindung. Wenn du öfter mal an Retro-Konsolen rumschraubst, solltest du dir auf jeden Fall dieses Werkzeugset besorgen. Das habe ich unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und besorg dir auf jeden Fall noch einen vernünftigen Lötkolben. Den kann ich auch gerne mal verlinken. Dann bist du auf jeden Fall mit dieser Reparatur gewappnet. Das erste, was du jetzt machen musst, ist erstmal diese 6 Triebwinkelschrauben zu entfernen. Wenn du die 6 Schrauben jetzt entfernt hast, kannst du den Gameboy nur vorsichtig auseinandernehmen. Achte bitte auf jeden Fall darauf, dass du das Kabel hier nicht abreißt. Musst du vorsichtig abziehen. Die Rückseite brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, die können wir beiseite packen. Jetzt geht es mit der Vorderseite weiter. Auf der Vorderseite brauchst du jetzt einen Kreuzschraubenzieher und entfernst bitte erstmal diese 10 Schrauben. Wenn du diese 10 Schrauben jetzt raus hast, kannst du jetzt mit aller Vorsicht hier diese Platine entfernen. Als nächstes müssen wir jetzt diesen Gummi, der hier unten aufgeklebt ist, entfernen, damit wir an die Stelle rankommen, an die wir mit dem Lötkolben die Sache heiß machen müssen. Als nächstes nimmst du dir das Hinterteil von deinem Gameboy und steckst es mit dem Display wieder zusammen. Jetzt packst du auch wieder Batterien in deinen Gameboy und schaltest den Gameboy einfach wieder ein. Damit wir die Streifen jetzt vernünftig entfernen können, musst du den Kontrast erstmal ganz hoch drehen. Das heißt, das Display sollte so dunkel wie möglich sein, damit wir nachher sehen, wo die Streifen noch sind und wo sie schon repariert sind. Du nimmst jetzt also deinen Lötkolben und fährst hier oben, wo der Gummi war, langsam mit dem Lötkolben hin und her, so lange, bis die Streifen nicht mehr zu sehen sind. Du brauchst aber auch keine Angst haben um dieses Flachbandkabel, denn Flachbandkabel ist hitzefest. Das Ganze ist wirklich ein riesengroßes Geduldsspiel, also du musst da echt dranbleiben und immer versuchen und versuchen. Ich denke, man sieht doch, dass wir mit unserer Geduld Erfolg haben. Ich denke, bis jetzt sieht es schon ganz gut aus, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Versucht es erstmal mit wenig Druck, wenn es nicht hilft, dann könnt ihr immer noch ein bisschen mehr drücken. Lasst es zwischendurch mal so ein bisschen abkühlen. Ihr seht ja, sobald es abkühlt, kommen die Linien nochmal ganz alleine wieder. Wenn ich an dieser Stelle jetzt hier wieder warm mache, verschwinden die Linien kurzzeitig wieder. Um das Endergebnis sehen zu können, solltet ihr das kurz abkühlen lassen. Wie gesagt, lasst es zwischendurch noch ein bisschen abkühlen. Sobald es runtergekühlt ist, könnt ihr mal gucken, ob die Linien alle verschwunden sind. Wenn nicht, musst du halt nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das kann halt, wie gesagt, dabei ja dauern. Ist ein großes Geduldsspiel. Ich würde sagen, unser Ergebnis sieht auf jeden Fall perfekt aus. Ich würde sagen, wir bauen unseren Gameboy wieder zusammen und dann haben wir das erledigt. Flachbandkabel wieder ab. Vergesst bitte nicht, den Gummi wieder einzulegen und wenn nötig auch wieder festzukleben. Platine zurück ins Gehäuse. Die 10 Schrauben wieder zurück ins Gehäuse schrauben. Dann stecken wir vorne und Rückseite wieder zusammen. Schrauben die 6 Triebwinkelschrauben wieder rein. Batterien rein. Und schon ist unser Gameboy wieder wie neu. Das heißt also, ihr könnt mit eurem Gameboy jetzt wieder problemlos zocken. Freunde, ihr habt gesehen, im Prinzip ist das alles andere als schwer. Wie ihr sagt, das passende Werkzeug und den Lötkolben verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das ganz einfach nachmachen, wenn ihr das Problem auch mal habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Wenn ihr auch auf Retro steht, so wie ich, lasst auf jeden Fall mal ein Abo für mich da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.